tale von meiner Person her, ja, ich sie befreit mit meiner Freiheit Juanita. Und wir haben drei Tschinger, drei Mädchen. Der Herr hat uns drei wunderschöne Mädels geschenkt. So, der Älteste ist befreit und dann lösen wir dann ab der Großtschinger und sagen, dass der Herr uns irgendwann ein Wort nach Junges zu tun geben. Ja, ich sie in der Kolonie Tscherowi, du bist Kotoka abgewachsen. Und dann Lothar aus 13 Jahren jung, übergetragen nach Marienland. Du dann auch meine Zeit verbracht, bat ich mich befreit habe. Und Lothar sagt, ich kann mit Frühtopen einmal 5 Jahre in Kanada warst. Also mein Leben will ich karten, ein bisschen mitteilen, weil ich Jesus gefunden habe. Ich, ja, normal so eine Schuld gewohnt, das ist alle andere Dinge. Ich bin ein sehr kranker Junge, weil ich bei der Geburt allein, wo eine Krankheit mitgetragen hat. Von klein ab an, sie dachte immer, ich würde fast sterben, all klein. Meine Mama war längst zu Hause und ich bin nachher im Hospital. Und wenn vor der Trick kommt mit dem Nurecht, der lebt noch einmal, dann hat er sich alle gefreut. Sie hat immer gedacht, er wird alle tot sein. So hat Gott einen Plan mit mir. Mein Leben ging wieder. Und ich war meine Schuldheit auch sehr krank. Ich habe manchen Tag bloß gesehen, weil ich nicht genug Kraft hatte, abzustehen in der Schule. Wie immer so, wenn wir Dinge abzeigen, dann stehen wir dort. Also du wirst keine so viel Kraft in mir bauen. Dann, wie ich in die Jugend kam, war ich nicht sehr beliebt, weil ich knapp 40 Kilo wog. Ich denke nicht viel mehr. Und ich nicht schmecke dort und ich nicht trinke dort. Die Dinge wären an mir bloß nicht. Dann werde ich auch nicht beliebt in der Jugend, weil die Jugend lebt auf der Gas. So fange ich dann auch an, was die Dinge dann doch mitzumachen. Weil man will sich nicht drehen von den anderen, man will mal dabei passen. Aber irgendwo wäre das nicht zu mir. Ich konnte mir einmal mit den Gedanken herumgedreht, von sechs Jahren an, all, früher hat meine Mama immer, wo ich einen Tag im Prediger sein. Sie sagt immer zu mir, dort war ich bis Gott allein. Wir kennen dort nicht weiter. Mit diesen Gedanken drehe ich mich immer rum. Ich befreie mich auch so, ohne Jesus zu kennen, Wertigkeit. Wir haben beide gelebt im Haus. Wir beten jeden Tag. Ich habe mit meinen Früchten, wir beten, aber nicht auf Lüde. Das muss nicht, sondern wir jeder für sich auf Stelle. Aber eigentlich muss ich sagen, wie Gott für uns bloß ein Speer hat. Weil wenn uns das schlecht ist, dann würden wir beten. Und dann würden wir auch nochmal die Bibel lesen, aber sonst nicht. Dann nur unsere Chance, wir stolz befreit. Und dann gab es eine sehr schwere Zeit. Ich habe dreimal verspielt in der Arndt. Und ich ging bankrott. Und dann verlor ich auch so zu sein meinen Halt. Ich ging ganz in der Welt, im Drinken, in den Drugs. Und ich ging auch so weit, ich war meine Frau antrieb. Also ich sage immer, die Bibel wies uns leicht auf vier Dinge an, auf Sinn, wo wir Menschen sind. Und das ist auf Geld, auf Alkohol, die Sexualität und Drugs. Und die vier Dinge, wie ich auch bin. So habe ich mein Leben lang gelebt. Ich war 5 Jahre in Kanada. Ich dachte, ich würde den Stich gehen können. Und ich war bis Däuber fürs Kloft, weil hier sind meine Frau, die für Schullehrer und so eine Dinge, wollte ich dort den Stich gehen. Wie Karte dort, und da wurde mich dort gefragt für Sonntagsschule. Da wurde auch gefragt, ob ich ein Diakon sein in der Kirche. Und ich lehne das alle auf. Ich ging bloß immer wieder nennen. Und dann dachte ich, ich würde Schule dort gehen, ich würde ein Zauberer werden. Da habe ich mich auch mit dem Lehrer bekannt gemacht, er war dort. Und irgendwo hielt Gott mich über drei. Ich soll eine Schule dort gehen, ich war ein Computer, dass ich ein Zauberer werden kann. Und das kostet mich bloß 60 Dollar. Aber wenn ich diese Sied aufmerke, dann wird etwas, was nicht sein wird in mir. Das läuft nicht. Wenn du nennst, wer weiß, dass du jemals war, der rückkommst. Irgendwo habe ich doch eine Angst in mir, Berner, was du schaffst in mir. Und ich muss Dankeschön sein zu meiner Mama, ihre Gebeten. Wenn sie auch lange war, ich wie in der Ewigkeit gegangen. Weil sie hat es im Mond und Tag, hat ein neues für mich gelegt und hat gebetet. Weil ich komme ihnen vorher nicht für jeden. Ich bin der Einzige, wenn ich einmal Deutsch heute will. Und da brachte mir im Leben sehr, sehr weit war ich. Dann sagte ich zu meiner Frau, ich sagte, wir wollen drei Tage in Bolivia. Ich muss los von diesen Dingen. Und wirst du aber nicht, dass von einem Land in das andere trage, oder von einer Kolonie in das andere, wird uns niemals in Frieden bringen. Wir tragen drei in dasselbe Rand hier dann bloß wieder. Ich konnte für ein paar Monate mich selbst kontrollen. Und dann ging der Tag war in die Trinkerinnen und so weiter. Lot wurde danach wurde Pool gespielt, ab Geld und verschiedene Dinge kommen dort her. Aber ein Tag hat jemand traf in Deutschland, sie hat eine Bibel stehen. Das interessiert mich.
Ich sagte meine Frau, unsere Kinder wollen wieder im rechten Weg ins Wiese. Wir wollen unsere Kinder immer dahin bringen. Die sollen nicht in so einem Leben kommen, wie Banner sind. Dann wir gehen nicht so lange durch und dann kommt die Frau auf einmal um mich. Wo steht dein Leben mit Gott gegenüber? Ich sagte ihm, ich will nicht bekehrt. Und er fragt, warum nicht? Und da konnte ich nichts zu sagen, weil ich wusste einfach nicht. Er sagte, ich würde um 2 Wochen weiterkommen. Und dann würde ich über persönlich reden. Eva. Dann sagte meine Frau, du willst nicht meine Hand vor. Sag, die Lied, die Menschen, das sind heilig. Und wir sind auf jeder Party, auf jeder Fiesta, wo das Gott sei, du hier wie bloß nicht haben. Wo der Mann kommt, am 2 Wochen, ob er diese 2 Wochen an wäre, da passiert der geratste Kampf von meinem Leben. Satan wie an einer sieht, und Gott, der Herr Jesus, an der anderen sieht. Ich ging für mich allein, hing auf dem Stab, und ich habe Satan angerufen. Ich sage, wenn er die wirklich jäfft, dann bewies das mal. Wies die mal irgendwas. Ich sage, ich glaube nicht mal, dass er die jäfft. Dann kommen mir noch eine gerade Angst an. Dann habe ich Schiss, wenn er sich doch auf einmal wiesen wird, was dann. Dann ruft die Gott an der Blüte. Ich sage, Gott, wenn er die jäfft, dann wies die. Ich will die weiter. Aber auch nicht. Da wir still. Du wirst nicht. Ich komme nach der Tree, denke, ich schmeiße mir einen Däupen raus und ruhe mich bloß aus. Weil ich fühle mich ganz verloren. Du wirst nicht für mich. 2 Jahre später kam das Bruder von Deutschland bei uns im Haus. Er konnte mir anhand der Bibel einige Dinge erklären und er konnte mein Leben eben nicht ausgeben. Dann konnte ich die Däupen leben auf einmal feilen, was uns Radar für uns haft. Was er heute und immer noch haft. Nächsten Tag, ich stand ganz glücklich ab, dass wir alle 12 Uhr zu uns, wie wir vor dich wären. Meine Frau freut sich sehr mit. Nun hat sie da, was sie sich immer gewünscht hat, was ich noch mal zum Glauben komme. Und sie hat von sich ganz verjährt. Nächsten Tag zum Morgen schauen Gott, dass sie sich auch bekehren können. Weil sie meinte auf einmal, was ist mit mir? Und von dem Punkt an sei ich sehr, sehr glücklich im Herrn. Obwohl ich lange nicht alles verstanden habe, was Gott in unserem Leben will. Aber eins heute habe ich verstanden. Bis wir den nächsten Tag von unserer Knie abstünden, dann sehen wir zu Herrn, wo immer du wärst, du willst wir gehen. Und ich sehe Termine früh, und weißt du, wo das erste kommt? Sag sie, ja, ich weiß. Du wirst Prediger geworden. Weil da habe ich immer Angst für mein ganzes Leben lang. Und da wird 10 Jahre Luther. Dann stand ich in der Kanzel und ich war im Prediger. Und der Herr hat uns wirklich gesehen, und mir jeder Schein mitteilen, was der Herr von dir immer auch noch wird. Und ich wünsche euch, dass jeder einer von dir dort belebt hat. Und wer dort nicht belebt hat, dann wünsche ich dir, dass er dort auch beleben kann. Weil Jesus Christus merkt frei. Und don't wer wir sind oder was wir sind, er merkt frei von alles. Und ich hoffe, du kriegst das Römerbrief, den wir durchnehmen wollen. Da kann ein Steck durch die Beidrauen, dass wir was im Glauben, dass wir fern weg kommen. Weil ich sage im Römerbrief aus der Grundlage des Glaubens. So Römer Kapitel 1, 1-7. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesandert zum Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in den Heiligen Schriften, von seinem Sohn, der geboren ist von den Samen Davids nach dem Fleisch. Und bestimmt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn, durch welchen wir empfangen haben Gnade und Apostelamt zum Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden für seinen Namen, unter welchen auch ihr seid, die da berufen sind von Jesus Christus, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen, die in Rom sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die erste Vers hier der Verfasser, brücke wie nicht in Zweifel, Paulus nannte sich selbst, vor zum Anfang und sagt, Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Paulus hat den Wunsch, die Christen in Rom zu besiegen. Und immer war er wie am dort verhindert geworden. Also er wird nicht dahin gekommen, um ihn persönlich zu besiegen. So kommen zu dem Entschluss, diesen Brief zu schreiben, wenn er vermutlich geschrieben hat, ungefähr in der Jahr 58 nur Christus.
So haben lacht diese Gemeinde in Rom sehr ab dem Hut. Sie wollen Tieren besiegen, wo wir Lothar auch noch am Tag morgen. Wovon bangen sie diese Gemeinde auch zu besiegen, diese Menschen Tiere zu lernen. Wo wir gelernt haben, nicht nur wir dort ernt besiegen in einem Brief. Nur der hat sich bekannt merken. Und manchmal wie will er sich bekannt merken dort. Er sagt, ein Knecht Jesu Christi. Er sagt nicht, hier ist der Hüchtgelehrer Paulus, wenn er an der Volk Gamaliel ist abgewaschen wird und wenn er Gold gelehrt wird, sondern nein, er sagt, ich sehe ein Diener Jesu Christi. Ab dies würde ich vielleicht sagen, er wird ein Sklave Jesu Christi. Er sagt, ich sehe nicht hier mit Hüge wird am Jünger geschrieben. Ich sehe nicht hier in Gott seine Stehen, mit mir gerade Glück zu stahlen, sondern ich sehe einer, wenn er sein Leben Jesus übergebt hat und wenn er für Jesus arbeitet hat. Und das ist auch mein Wunsch, durch diese Klasse durchzugehen. Ich sehe nicht einen Mensch, wenn er geliebt ist. Und ich sehe auch nicht einen Mensch, wenn er eine hohe Schuld durchgegangen ist. Aber ich sehe einen Mensch, wenn er die Not Gottes erfahren hat. Und du werden sie erkennen von dir und will dort mitteilen, was der Herr mir schenken wird. Und so ging Paulus das auch. Und ich denke, in unserem Leben, wie denkt ihr manchmal so, wenn ich kann abgehoben haben im Leben, dann würde ich auch ungesehen sein. Und dort ist der ganz erreichte Anstellung. Der Abgehoben in unserem Leben soll als Leben jeden Ewe an unserem Rade sein, Jesus Christus. Und dort war Paulus wieder. Er nannte sich in all seinen Briefen, nannte sich immer ein Knecht. Und ein Knecht bedient, er hat nicht mehr das Sagen über sich selbst, sondern er ist einer, wenn er ein Ohr und Wirt über sich hat. Und dort ist er an unserem Rade, Jesus Christus. Und er sagt, der hat am Krieg beraubt dem Apostel, ausgesondert, also rückgeschickt, das Evangelium zu predigen. Und das ist auch der Abgehofkreis, was an uns ist, über die ganze Welt das Evangelium zu bringen. Gott will haben, dass jeder einer, wie am Tjane liert, dort immer dort wird, wieder wochen wird. Uns ist die Geschichte vielleicht bekannt. In dem Neuen Testament wurde einem Wort Tieren gegeben, einem Wort Vieh gegeben und dem anderen ein. Und Luther wird dann überein belohnt, da werden mit der Arbeit haben. Und dort ist auch das Ziel Gottes für uns. Dort, wo er uns schenkt, dort wie du mit Wiederarbeiten, dort wie du mit Recht angehen. So Paulus sagt, ich sie beraube, ausgesondert, rückgeschickt, um das Evangelium zu predigen. Dann sagt er auch, wieder zweiter Vers, sagt er, wenn er vorher all versprochen hat, dass seine Propheten dem Heiligen Geist, durch diesem Heiligen Geist, also durch Jesus Christus, dass er auf diese Erde kommen würde, wie all Openbarungen waren vorher, all im Alten Testament, hat der Herr das ganz klar gemerkt, die hier der Heiligen Schrift ist gemeint, der Alte Testament. Dort ist Messias, wurde auf die Erde kommen, und dort hat er bekannt gemerkt, durch die Propheten. Und wenn er hier redet von den Propheten, dann macht er weiter durch Mose, und dann ging er ganz über Daniel, über Salomo und Nathan, bei Hand dem letzten Prophet, Johannes der Täufer. Durch diese hat Gott geredet, und bekannte Jesus, dass Jesus wird auf die Erde kommen. Und hat nun sagt Paulus, kriegt dieser Jesus, der hat mich berufen, dass ich das Evangelium wieder sage. Vers 3 in Feier, er sagt, von seinen Sehen, der geboren ist, von den Samen Davids nach dem Fleisch. Er sagt hier, Jesus wird nicht bloß so einer, sondern kriegt dort, wo im Alten Testament steht, der würde nur kommen David sein. Und er sagt mir auch, von seinen Sehen, der geboren ist, von denen habe ich dort ich rede, ein Nachkommen Davids, der hat beraubt es, um das Evangelium wieder zu drehen. Dann sagt er, und bestimmt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser Jesus, sagt Paulus mit anderen Worten, das ist uns Gott. Beraubt all von der ferne Welt, die Bütwort, und für uns Rade und wenn er uns für das ewige Leben schenkt. Dieser Jesus ist uns Gott. Ist er auch dein Gott? Kannst du dir auch mitstimmen, wo Paulus hier sagt? Dieser Jesus, wenn er von der Welt her, Grundleihung her, beraubt wird, ist uns Gott. Und am Gläubig, und am für der wir vertrauen, am der wir uns unterordnen, und wir sind seine Knechte, von am Lot wie uns wird sein. Stimmt das auch in unserem Leben? Ich habe mit Paulus mitstimmen. Das ist auch mein Gott.
dem vertraue ich. Am glaube ich. Und von am lute ich mir was sagen. Also ich sehe sie nicht. Von am gut ich auch. Er sagt dann wieder in Vers 5, durch welchen wir empfangen haben, Gnade und Apostelamt zum Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden für seinen Namen. Durch am habe ich die Treue. Dort wird Menschen Hand, dort ist ein Geschenk von Gott. Und dort wird von der Gut wie Bene sind. Dort wird Gott uns nennen, die Leicht hat, dort ist ein Geschenk von ihm. Und dort der Paulus hier nochmal. Wo seht ihr all, hey, wie ein Knecht Jesu Christi? Und ich sage der Wahrheit, dort, wo ich habe, habe ich von Gott. Ich sehe ein Geschenk auf diese Erde von Gott. Und dort, wo ich nun noch mit arbeiten kann, ist Wahrheit noch ein Geschenk von dem Herrn. Hei ist der Jewe von alle Gove. Dort ist kriegt dies Gott. Nicht Menschen verstand, sondern ein Geschenk Gottes. Als das, was Paulus und die Römer wiedergeben hat. Und ich denke, uns ist das immer wahr bewusst. Dort, wo der Herr uns offenbart hat, das kommt nicht von uns. Weil wenn wir lesen in der Korinther, da sagt er, der natürliche Mensch, der vernimmt nicht, was vom Wort Gottes soll beurteilt werden, sondern der muss vom Jesus beurteilt werden. Und wenn wir dem Jesus Gottes Hand und uns Wort eine Sache offenbart, dann wollen wir auch, der Herr hat geredet. Nicht uns verstanden, hat sich dort gedacht, sondern Gott hat geredet. Und dort sagt Paulus hier gerade, durch ihn haben wir empfangen. Gott hat geschenkt. Und dann wird er die Römer anreden und sagt, Vers 6, unter welchen auch ihr seid, die da berufen sind von Jesus Christus. Und ja, diesem Gott sehr wie auch. Und ja, das Geschenk sehr wie auch von dir. Wenn wir Jesus kennen, die Gute, die er uns nicht geleicht hat, das ist wie weiter, das ist wie alle überein. Dort gibt es nur ein Leben in Gott und dort ist Christ Jesus Christus. Wenn er auf diese Erde gekommen ist, heute ist der Geber aller Gaben. Und nun sagt Paulus, und dort sagt ihr auch. Dort wird die Hand, da habt ihr von demselben Gott. Vers 7. Und alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, hört alle anderen. Dann merkt ihr keinen Unterschied, wer wir sind. Ob wir Mennoniten sind oder wer wir sind. Für alle Nationen, die in Jesus Christus berufen sind. Man kann mit anderen wie sagen, die sich in Europa geloten haben, aus der Ölung leben und haben Jesus kennengelernt aus ihren Radar. Für die ist das, sagt er, die Heiligen, die in Rom sind. Alle Menschen, die da anreden. Und dann sagt er, was ganz was wichtig ist. Und ich denke, dort fehlt an so viel im Leben. Was hat er? Er hat eine Gnade wünschen. Er wünscht die Gnade Gottes über ihn. Er kann mir so drei denken. In einem Menschenleben, wo einer fleischlich lebt, dann wünscht einer sich dort, wenn ein Mensch ausgelöscht wird, mal wir. Aber ein Mensch, wenn er Jesus in der Leibe erfahren hat, der wünscht einen anderen nichts anderes als diese Gnade. Und dort der Paulus hier, sagt er, Gnade wünscht ihn. Diese Gnade wünscht auch der Leibe Gott, dass die der Mensch, der ihr zu sein nicht reicht. Gott seine Arme sind wie du. Und er wünscht, dass die der Mensch diese Gnade auch finden kann, diese Gnade erfahren kann, wenn er reithaft durch seinen Sehen Jesus Christus. Und das andere ist, er wünscht einen Frieden. Da denkt wie sehr leicht, Eva, das ist ja schön, dass er immer friedlich teilt, bei den Nobers, mit der Familie, in der Kolonie, im Dorf. Wie soll er immer friedlich sein? Das ist auch gerade so. Ich denke nicht, dass Paulus hier was anderes meint. Aber er meint hier noch einen tieferen Frieden. Der Frieden von Gott. Habe ich diesen Frieden mit Gott? Wenn Gott wird von dir über sie dann stehen, würden wir am Tern glücklich in ihr schicken und sagen, nur die habe ich mir so gebannt. Oder würde Dinge in unserem Leben verkommen, würden wir sagen, ich wünsche mir Gott leider nicht zu sein. Paulus wünscht an diesen Frieden mit Gott. Und dort meint, dass wir die Vergebung im Wort haben. Dass wir Gott glücklich können begegnen. Dass wir reut sind, diesem Radar zu begegnen. Dort wünscht er die Gemeinde in Rom, dort wünscht er auch von dir, von uns, diesen Frieden von unserem Vater in dem Herrn Jesus Christus. Ich will wieder lesen, Vers 8 und wieder. Er sagt, auf erstes danke ich meinen Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von euren Glauben in aller Welt spricht.
Denn Gott ist mein Zeuge, welchen ich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob ich es einmal zutragen wollte, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Denn mich verlangt, euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile etwas geistliche Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich samt euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht in Unkenntnis lassen darüber, Brüder, dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen, wurde aber bis hierher verhindert, damit ich auch unter euch einige Frucht schaffe, gleich wie unter den anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Einmal bat hier, Paulus, der die Gemeinde hier sei in Vers 8, wird dankbar, Herr Gottes, für die Gemeinde, wo er geholfen hat in Rom. Und wie möchte hier diese enge Verbundenheit, wo Paulus sich so tübtübungen fällt mit der Gemeinde in Rom. Obwohl er diese Gemeinde nicht so sehr persönlich kennt. Ich sehe mir nicht sagen, ob er die überhaupt so persönlich kennt. Aber er möchte, du seist Christ, du, wenn du vor Gott lebe. Und er fällt so eine enge Verbundenheit mit dieser Gemeinde. Wo geht es dort? Wenn wir mit gläubigen Menschen kommen, fällt wie da erst eine Verbundenheit in uns? Du erst was uns tobtreitet? Wenn dort nicht du es, dann sind Beweise in unserem Leben, dass irgendwo nicht stimmt mit Gott. Dann wird uns irgendwo drehen, wenn wir diese Verbundenheit nicht sperren. Weil ich heute gar nicht für so lange drehen, und mir einen Truckfahrer angenommen. Der hat für mich Wolf feiern. Da wird wir auf dem Hochwagen abgedreht. Und dann nimmt er sich den Metz auf. Und hier wir einer von einem ganz anderen Sturm, als was wir sind. Hier wir einer von La Paz. So, dann nimmt er sich den Metz auf. Und dann dreht er sich nach mir und sagt, was ist dein Glaube? Ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Dankeschön, sagt er, Edjok. Sagt er, dann habe ich auch beten. Das verbindet uns. Die ganzen war ich eben in der Hüse. Doch wir haben so eine deutsche Gemeinschaft. Das verbindet uns. Diese Verbundenheit, das Verbundene, das möchten wir hier in Paulus. Er sagt, wir dankbar für es, wenn ich bloß an die Gemeinde in Rom denke. Das verbindet uns und das stärkt uns. Haben wir diese Verbundenheit auch? Und ja, Gläubigen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir taub diesen Weich mit dem Herrn gut nicht kennen. Verschneien, er sagt dann, Gott ist ein Zeuge. Wenn er heute deine Dät im Jäst im Evangelium von dem Sehen Gottes, und das Dät er auch ohne Notelote denkt, er immer wahr und ernt. Paulus Dät immer Fürbitte, und Dät, wo er Hahn schriebe Dät, oder wo er Hahn reise Dät. Und er sagt Dät auch, ich habe so gebet für diese Gemeinde in Rom. Obwohl er ernt nicht so persönlich Hahn Dät, aber er bet für ernt. Er ist dort auch in unserem Leben bekannt, dort wie für den nächsten du sind im Gebet. Wie hier von der Gemeinde ab nach unten steht, der hat jeder vielleicht schwor. Sehr wie reut an sich neu ist, für Gott zu beten und für ihn zu beten. Wie hier vielleicht von den Brüdern und Schwestern oder jemand, der noch ein Unglaube ist. Und wir bringen diesen für Gott. Paulus wie so einer. Und er hat in seinem Leben klar, wo nicht diese Fürbitte ist, einer von dem anderen, du merkst sich nicht der ob für das Evangelium und du wirst heute auch nicht aufgehen für das Evangelium. Und ich denke, für uns im Leben ist das ganz wichtig, dass wir Fürbitte tun, also verabbeten, auch für dort, wo wir nochmal tun wollen. Ich wünsche auch, dass das ein junges Leben ist, wenn du bloß eine Reise merken tun, dass du Gott auch beten für den ganzen Tag. Dass du Gott in den Hängen leihst, das ist eine Fürbitte. Also wir wollen, wir leihen dort Gott in den Hängen, wo wir nochmal tun wollen. Und so tut Paulus dort mit dieser Gemeinde, und dort sagt er einfach, er tut das mitteilen. Also seine enge Verbundenheit, wie sie immer war, zu der Gemeinde in Rom. Vers 10, er sagt, ich tue das alle Zeit in meine Gebete. Da meint jedes Mal, wenn er betet, dann betet er für die Gemeinde in Rom. Er tut Gott immer war, diese Gemeinde auch durchleihen. Warum tut er immer war, betet?
weil Bede ein Odem holen ist für unsere Seele. Bede ist eine Driebkraft, wenn er als Mutter wiederzukommen. Ein kleiner Schuldjung hat mir so gesagt, ein Gebet, das ist ein Darbringen unseres Anliegens vor Gott. Wie dann dort durchbringen, wo wir nicht kennen, sei Gott, das ist hier wie die. Und das, was Paulus hier sagt, er hat immer war die Gemeinde vor Gott bringen in Rom. Er hat immer war beten. Warum? Weil er kann die Kraft Gottes. Er wie sich immer war bewusst, er kann nicht. Aber der Omacher Gott, wenn er mich begegnet sie, wenn er mich frei gemacht hat, der kann und der wird. Und wenn der da immer war für ihn beten. Dann sage ich dir, in Vers 11, er hat so ein großes Verlangen, ihn zu sein. Und er möchte jeden, dass Jesus jemanden mitteilen. Er möchte ihn Jesus die Gaben mitteilen und ihn zu stören, dass er mit ihm taubt, treu wird und dass er glaube und sein glaube, dass sie in was sie betob über einen Glaube hatte, dann wir mit den anderen haben, sagte, dass soll sie jenseitig trösten können und stören können. Und hier meint, wie wichtig das ist, die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Paulus hatte eine Sehnsucht noch, er bang sich noch, diese Gemeinde einmal zu sein, mit ihm persönlich mitzuteilen, dass sie können taub ihren Glaube stören und sich trösten. Und dann seht ihr wieder in Vers 13, er will nicht in Anweiden hat, wo Leute, Brüder, dass er mich fürchten, dass Fähig nur mal nicht hinzukommen. Er wird hierfür immer noch verhindert, aber er wollte nicht ankommen, damit er beerntet wird Frucht kriegen, er wird die Frucht gewinnen, gleich wie unter den anderen Heiden. Er will nicht haben, dass die Gemeinde in Rom wurde verstanden, dass er heute niemals wollte mit ihm taub. Er hat sagen, wie soll er sich gebannt hat und er hat aber niemals versagt. Er sagt, ich will in der Klur weiter, Leute, ich habe versagt. Mein ganzes Streben wird nur jünger zu sein. Aber mir ist das verhindert worden, aber nun. Sagt er, damit sagt er in der Klur, er will, von sich aus will er. Dass sie nicht sollen glauben, dass Paulus nicht will, nach ihm kommen. Und er sagt, du will er ihm das Krieg mitteilen, sein Anliegen wie Früchte schaufen, ungeernt, Kriegsmanke heiden. Vers 14 sagte, er ist ein Schuldner geworden, die Griechen und seine, die nicht Griechen sind. Nun seien viele Menschen hier, Religionen nehmen hier rüt, wie können für Gott wird tun und dann wird Gott anschuldig. Zum Beispiel ein Zeugen Jehova wird sagen, wenn ich diese Traktaten verdeile und ich mich bemehe in meinem Leben, ist Gott mir am Ende schuldig, mir unternehmen. Dort wird Paulus hier nicht sagen. Wenn er sagt, ich sehe ein Schuldner geworden, die Griechen und die Nicht-Griechen. Er will hier nicht rüt sagen, dass Gott am nicht schuldig ist, irgendwo. Sondern er fühlt sich schuldig, dass das Evangelium rüttet, wo Gott am Europa hat. Das Evangelium ist er schuldig, mitzuteilen in alle Nationen, in dort, wer dort ist. Weil wir diese Schuldigkeit auch auf unseren Hut. Von dem Tag, wo ich mir das neue Buch für Gott, es hat mir gerade das Anliegen, dass andere Menschen das Evangelium auch wieder kennenlernen. Es hat auch ein Gewicht auf unsere Hut gebaut. Das Evangelium, wenn er uns frei machen wird, mitzuteilen mit unserem Nächsten, Jesus Christus. Dort hat er ein Krieg gesagt. Wenn er sagte, so viel es um mich ist, sie geneigt, dient auch in Rom das Evangelium zu predigen. Von sich aus will er jiren, er das ganze Evangelium mitteilen. Er will nicht, dass von seiner Seite irgendwo wir, dass er nicht schaffen wird. Ich werde wiedergehen, Vers 16 und 17, wo er sagte, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nun sagt er hier noch einmal klar zu der Gemeinde in Rom. Sagt er, für das Evangelium schämt er sich nicht. Dort ist nicht die Ursache, warum er nicht wohl sein in die Ernte kommen. Also für das Evangelium ist keine Ursache zu schämen. Wo ist das unter uns? Wenn ich einfach nur denke, wo uns ist meine Nieten, wie würde ihr Stamm niemals die Bibel verdeilen, wenn jemand hinkommt? Da will ich ihm schämen. Schämen wir uns über Gottes Wort? Warum? Wie will ich doch kriegen in diesem Himmel, wo das Gott ist?
warum würden wir uns schämen für sein Wort? Paulus sagt, nein, ich schäme mich nicht für das Evangelium Jesu Christi. Weil wir uns auch nicht schämen. Die Bibel ist dort, wenn er uns rat, dort ist uns Weichwieser, nur die Ewigkeit kriegt nur diesen Gott, wo wir haben wollen, woran würden wir uns dann für dort schämen? Noch viel mehr sagt hat, dann ist es eine Kraft. Du hast eine Kraft Gottes dahinter, hinter dort Evangelium. Und dort ist ein Dünnt, wer das Evangelium wiederbringt, wer schwach der Person ist oder wer dort ist. Gott sieht eine Kraft, als du dahinter und Gott wird wirken. Dann sagt er, zuerst die Juden und dann auch die Griechen. Und dann sagt er, du ein Wort offenbar der Gerechtigkeit Gottes. In das Wort wird offenbar der Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir heute dort gesagt, wenn wir über die Tieren die Boote nur denken, wir stellen uns vielleicht ein Bild um an, die Tieren die Boote, zwei Tufel. Und ohne sie sagt, dass die Tieren die Boote ein Ding, du bist ein Sünder. Und wenn wir dann die Tritz uns anschicken, was sagt uns dort? Du bist gerecht. Wenn wir die Gebote anschicken, was uns hat immer wahr gesagt, du bist ein Sünder. Und nur die kommt der Tod, ewige Verdammnis. Und wenn wir uns die Tritz anschicken, sagt uns das immer wahr, du bist gerecht in Jesus Christus, ewig leben. Und dort, wo Paulus hier grüßt, sagt er, in das Wort kommt die Gerechtigkeit Gottes über dir. Das Wort wird uns offenbar merken, wer Gott ist und wo Gott ist. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Gottes Ziel für uns wird offenbar durch sein Wort. Dann sagt er, dass die Gerechtigkeit Gottes in Glauben kommt. Also, die Jahre, wenn er Glauben, im Glauben an Jesus Christus kommt, der wird diese Gerechtigkeit verstehen, wenn er Gott verarmt. Wo Gott sich dort denkt von uns, was Gott von uns verlangt. Wo Gott sein Ziel ist mit uns. Das ist im Glauben, Berner. Er sagt, der Gerechte wird leben mit dem Glauben. Ich will wieder lesen von 18. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen und wahrgenommen an den Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben, weil sie Gott kannten und haben ihn nicht gepriesen als Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken den Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in die Unreinigkeit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben das Geschöpf geehrt und ihm gedient, mehr als den Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Vielleicht einmal ein bisschen weit. Paulus, der hat wiedergehen und er sagt über die Gottlosigkeit der Heiden. Er sagt, durch diese Gerechtigkeit wird offenbar Gottes Zorn über die gottlose Welt. Nun ist das nicht, dass wir uns Gott verstellen aus dem Säuerdaler Mond. Er könnte ihr schon einmal dem Gedanken, Gott muss ein bisschen Bruder sein, ein bisschen Forscher, und immer da checken. Und wenn wir über Jesus haben, gelernt als einen liebenden Heiland, wenn er uns nicht einen Sinn für den Ehe geschmähter hat, nichts, uns auf die Ebene hängen haben, die Hölle und sagt, komm, ich will dich vergeben und du kannst mein Kind sein, kriegt er es auch ans Gott. Und wenn wir nicht denken, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alle Gottlosigkeit, dann machen wir weiter, das ist Gottes heiliger Zorn. Gott kann nichts mit Sinn zu tun haben. Und du wirst 30 dort alles, was Sinn ist, kann nicht nur Gott kommen. Du wirst erst der einzige Weg zu unserer Radin, der Jesus Christus, wenn er für unseren Sinn gestorben ist. Gott kann nichts mit Sinn zu tun haben. Er sagt, über all die Eierreichigkeit von den Menschen, der die Wahrheit in Eierreichigkeit abhüllen. Verschneien, da wird man von Gott weit,
als unsere Ernte offenbar geworden. Denn Gott hat die Ernte offenbart. Was hat Gott uns offenbart? Der ist die Natur. Hat Gott uns das offenbart, dort hat ein Gott gegeben. Und er sagt dann wieder, sie sind unsichtbare Wesen. Das kriegt die ganze Natur, was wir haben uns Hand. Und dort schau wieder der Tjane, dort hat ein Gott gegeben. Und in dieser Kraft, was Gott sie die Schöpfung gemerkt hat, du und Tjavi dort wahrnehmen und die Worte, sodass sie keine Entschuldigung haben. Kein Mensch wird am Ende von seinem Leben bei Gott eine Entschuldigung finden. Ich habe das nicht gewusst. Die Natur, die Schöpfung Gottes, lehrt uns dort, dass es in Gott gibt. Habe ich dir mal nur gedacht, die Millionen Liter Schwutter, die in der Luft hängen, wenn es regnet. Was für ein Mensch, wo du immer an gedacht hast, wie hält Gott das, dass es nicht alle bei ihr fällt? Und ich denke, für uns ist es klar, dort ist der Gott, der allmächtige Gott. Weil er kann kein anderer. Wo schafft er, dass die große Schäbe immer am Wasser bleiben? Oder dass die Schätze in der Luft bleiben? Du bist ein Gott, du der Hänger. Diese Dinge lehren uns das all, dass es einen Gott gibt und wir keine Entschuldigung haben. Wir haben einen Gott. In diesem Gott, wo wir einen Tag begegnen. Nun sagt er hier wieder, diese Menschen, diese Gottlose, die proben sich zu entschuldigen, Vers 21. Aber er sagt, weil sie Gott kannte und haben ihn aber nicht gepriesen als Gott, noch haben sie gedankt, sondern sind in ihre Gedanken, das Schlechte verfallen, in ihr unverstocktes Hort, also ihr unverständiges Hort, das erst verfinstert. Sie wussten, dass es in Gott gehofft, aber sie haben ihm nicht gedankt. Wo geht das in unserem Leben? Wie weit ihr, dass Gott du ist? Und wenn du das nun nicht gewusst hast, dann kann ich dir von dir sagen, dass Jeff einen Gott. Und für diesen Gott wollen wir einen Tag stehen, ganz persönlich, unter Feier-Ehe. Und hier sagt er, die gottlosen Menschen, die haben das gewusst, die haben ihm nicht gedankt, ihm nicht gepriesen, ihm nicht gelobt. Warum ist das so wichtig? Wie wurde das Bild abkommen? Warum das so wichtig ist, dass wir diesem Gott danken, dass wir ihm preisen können? Er sagt, die haben Gott gekannt, haben ihn nicht gepriesen, die sind in ihre Gedanken bloß in das Schlacht hineingekommen und er unverständlich hat es verfinstert. Gott, der überhaupt ab, was in unsere Gedankenwelt dreht. Wenn wir zum neuen Leben gekommen sind, dann sagt Paulus, lasst euch erneuern durch eures Sinnes. Im Gedanken muss sich was anwenden. Und hier meint wie die Gottlosigkeit es auch in die Gedankenwelt. Sie sind in ihre Gedanken verfinstert. Sie wollen dort nicht so haben, dass es in Gott gibt, obwohl sie dort weiter, dass es in Gott gibt. Sie lehnen Gott auf, obwohl sie doch weiter, dass es in Gott gibt. Vers 22, sie haben sich selbst für klug gehalten und sind aber doch zu schauen gegangen. Und die Hand der Herrlichkeit der unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Bild, das vergänglich ist. Wo viele Religionen gibt es, die einen Gott anbeten, wo er mit Menschen hingemerkt ist? Gott sagt, die haben mich verloren. Die haben sich in ein Bild angedreht, wo Gott niemals zum Plan hat. Dort hat Paulus hier die Gemeinde in Rom mitteilt, warum das so wir? Wo fängt das an, dass ein Mensch so wie kommt, dass er einen Baum anbeten wird? Oder sie wollen eigentlich ein Bild anbeten? Das kommt du von her, weil sie mit Erdenken prüfen, dass es wird, dass es keinen Gott gibt. Sie sagen, dass es keinen Gott gibt. Dass es noch immer so warst und wird immer so bleiben. Und das stimmt aber nicht. Gott sagt, ihr Gedanken und ihr unverständliches Wort haben in der Antwort in den Händen gedrückt. Sie wussten, dass es einen Gott gibt und haben ihn aber nicht gepriesen. Und nicht gelobt, diesen Gott. Und dann sagt er wieder, darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Wie war Luther nach der Phase gekommen, wo Gott sagt, Paulus schrieb das, wo Gott sagt, ich will gnädig sein, wem ich will gnädig sein. Und ich will mich erbarmen, über wem ich mich erbarmen will. Und hier sieht das so, Gott hat bloß Lieblingsmenschen auf ihr. Er nimmt sich diesen Rhythm, seinen Geschmack, Janen will den seinen Geschmack, dem, so ist Gott nicht. Gott will, dass jeder Mensch zu der Erkenntnis kommt, zu der Wahrheit,
und dort hat durch Jesus Christus ewig Leben gekriegt. Paulus sagt hier, wenn er sagt, Gott hat dir die Hand gegeben in ihre Gelüsten, in ihr schlechtes Leben, Gott hat dem Mensch die Möglichkeit, eine freie Entscheidung. Wie möchtest du dort von Adam und Eva umgehen? Gott möglichkeit, dann seht ihr eine Sache, weil er kam, was ihr nicht soll. Von diesem Baum soll ihr nicht essen. Ganz frei kann ihr entscheiden. Wo wir den Mensch, hat jeden Krieg zu haben und dort. Dort. Und so hat Gott nun auch uns ab eine ganz freie Entscheidung zu lassen. Will wir diesen Jesus oder nicht? Und Paulus sagt hier, Gott ist nicht ein Gott, wenn er sich dort auslässt. Sondern wenn der Mensch immer sagt, dass Jeff nicht ein Gott und er dreht sich von am Weich, dann wird Gott am eh wann er können lassen. Du wenn sagt das hier, darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Gott hat er im Wunsche Jo gesagt. Und dann passieren ganz schreckliche Dinge. Sagt das hier, darum, ich kann dir lesen und was ist eng? Was Vers 25? Sie haben das Geschöpf, haben sie Dollar geirrt aus dem Gott, wenn er wirklich ein Schöpfer ist. Dann sagt er wieder in Vers 26, darum hat sie Gott dahin gegeben, noch einmal sagt er dort, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang verwandelt in den unnatürlichen. Das Gleiche haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau verlassen und sind einander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie es nicht für wert geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahingegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthasser, Frevler, hochmütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Sie kennen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches tun, des Todes würdig sind. Und tun das nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Was sagt Paulus hier wieder? Er sagt, die haben ihren Dänchen angefangen, Gott zu sehen zu schüben. Und irgendwann wird im Dänchen uns immer wahrer Rand, wird er zu einer Tat. Und dort ist hier passiert. Er sagt, die haben Gott nicht gepriesen, die haben Gott nicht erkannt, nicht in der Schöpfung, die haben sich auch nicht warnen gelassen. Und Gott hat irgendwann losgelassen, so zu sein. Gott hat Amen gesagt, der Ehren war ich. Weil Gott hat uns eine freie Entscheidung, ob sie ihr gestellt. Wir kennen der Jesus Christus, der wir leben haben, wo wir der nicht, wenn wir nicht wollen. Nun sagt er, du der, dass sie Amen aufgelehnt hat, kommt das in der Folge, dass Morgen mit Morgen taub lebt, früh mit früh taub lebt, und von der und da ist das so normal geworden, auf einmal in der Welt. Möchtest du von wo das gekommen ist? Von der geratzten Gottlosigkeit. Und von der wird all so gesagt, manche Christen sind da all Sonne. Sonst schafft das nicht. Ein Christ kann niemals Mond mit Mond taub leben. Gott hat das niemals so erschaffen. Gott mögt ein Mond und eine Früh das Ziel für das Leben lang. Und so soll er doch bleiben, aber in alle Ewigkeiten, das wird sich auch nicht verändern. Und dort, wo soll er die Welt gehen, streiten wird, dort ist Gott sein Wort. Und dort ist, wo Gott sich auch zu bestätigen wird. Gott will nicht, dass früh und früh sich befreien oder morgen und morgen. Aber Gott lässt an diesen Weg gehen, weil sie ihn nicht anerkennen und nicht anerkennen wollen. Dort, wo das herkommt, dass so viel Eierreichtigkeit in der Welt lebt, weil sie wollen Gott nicht anerkennen und wollen auch nicht. Nun hat wir nicht so verstanden, Gott hat losgelassen und verernt keine Hoffnung nicht mehr. Gott will auch durch diese Menschen durch Jesus Christus, das nie ihr Leben finge. Aber Gott hat an diesen Weg gehen gelassen, weil sie arm zu sich geschoben haben. Er sagt, der Krieg in Vers 28, sie haben das nicht für wert geacht, Gott zu erkennen. Dann hat Gott ihnen auch die Hand gegeben, in diesem verdrehten Sinn zu dünnen, was sie nicht geziemen denn. Also Gott hat Jo gesagt dort, wo sie gingen. Will der Mensch hat seine Entscheidung, welche diesen Weg gehen oder nicht. Dann der Abreher, ganz fehlt. Er sagt,
mit Hurerei fängt das an. Schlechtigkeit, Habgier. Lut wieder sich hier Dinge am Tag. Aber dann sage ich das Neid. Mord. Hader. Sank. Oder Lehe. Oder Stolz sein, hochmutig. Alle angehorsam sein. Unvernünftig sein. Trülos sein. Auf eins kann sich keiner verloten. Lieblos sein. Nicht eben reinmerken mit dem Nächsten. Unversöhnlich. Unbarmherzig. Sei ja kalt mit dem Nächsten angehen. Sind diese Dinge auf einmal in uns nach Ruhe, dass die Verdache. Gott will das nicht, dass diese Dinge in uns herrschen können. Sondern in Jesus Christus haben wir auch die Kraft, das zu überwinden, jeden zu stehen. Jesus merkt frei von allen Sünden, sagte er. Denn welchen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, 36. Und dort ist, was Paulus hier sagt, diese Dinge sind in der gottlosen Welt zu finden. Aber dachte nicht doch noch, manchmal auch in unser Leben verdienen. Wann so, dann werden wir diese Dinge in den Tritt bringen. Das soll in unserem Leben nicht die Finger sein. Paulus schrift an die Gemeinde in Rom. Und heute hat hier die gottlose Sied erwähnt, worum das so ist. Und das Schlimme davon ist, was er am Ende sagt, sei keine Gottes Gerechtigkeit, sei weite, wer das tät, dass er den Tod würdig ist, also der ewige Verdammnis, sei weite dort, aber dort ist noch nicht alles. Sie haben nicht bloß selbst in die Falle an, in der Schlechte zu leben, sondern sie haben auch in die Falle an, andere damit nicht zu reden. Dass die anderen auch in diese Sklaverie hineinkommen von dieser Sünde. Ich kann mich noch drei erinnern, dass ich nur meine Bekehrung in Mann begegnet habe, wenn er mir das unter Throne anbrachen sieht, du bist schuld daran, dass ich in sein Leben stehe. Ich kann mich dort nicht denken, aber er sagt, ich habe ein Moment genommen, in der Trinkerie und hier ist der Banner von dort einmal fast geblieben. Weil mir brennt das so im Hort, dass er mir dort muss im Gesicht sein. Und ich wusste, dass ich so ein Mensch wie ich war. Ich konnte meine Sache mit einem überräumen und ich konnte Buße tun. Und hier habe ich auch Rüte gefunden in das Leben. Aber was sagt die Bibel hier? Die Gottlosigkeit, die hat in dir faule die Banner. Und warum, wo fängt das Ganze an? In unserem Denken. Wenn wir anfangen zu denken, ist Gott wirklich so nahe? Gibt es überhaupt einen Gott? Wie mit diesen Gedanken spielen, immer wahrer, dann wird Gott uns irgendwann gehen lassen, auch mit den Gedanken. Und das wird eine Tod werden in uns. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Paulus uns Mut merkt, schämt dich nicht für das Evangelium. Dort mit dem Evangelium leben. Sondern dann wurde unsere Gedanken auch mit dem Evangelium beschäftigt sein. Und Gott wird uns den Weg immer wieder aufmerken in dem Evangelium. Wir wollen immer wieder erkennen, wer Gott ist und wo Gott ist. Dass er ein liebender Gott ist. Und wenn wir dort weiter, dass wir in Gott Geliebte sind, wo stellen wir uns Gott dann vor? Ich stelle mir Gott so vor, er wird alles tun, was er von seinen sehen kann, um mich zu beschützen auf dieser Erde. Weil ich sehe ein Geliebter. Wer von uns würde uns Kind wählen, Jerusalem bis auf dem Heiligen Scheiche zum Unjahr oder Jerusalem mit dem Maser spielen? Keiner. Wo viel mehr, sagt Gott, wo ich Kind habe und nicht. Wir haben einen liebenden Gott. Kennst du diesen liebenden Gott auch? Bist du ihm persönlich bejahend? Hast du in einem das Leben? Wenn nicht, von dir, der hat er anbeutet. Von dir ist die Gnadentit ab. Diesen Gott, der wir kennenlernen, der ist Jesus Christus. Er verjäfft, er schenkt uns ein Ziel im Leben, wo er wirklich wird, es zu leben. Ewig leben.